Willkommen zurück, Leute, zu Dragon Ball Xenoverse Together mit dem MOP. Wir machen heute weiter mit der Story. Ja. Oh yeah, wobei mir da gerade eine Sache einfällt. Machen wir jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Ich gehe jetzt rein. Ich muss von vorne anfangen. Auch wenn wir jetzt natürlich super schnell wären. Nee, muss ich nicht. Sehr gut. Ich hab doch keine neue Fähigkeit. Hä? Ach, scheinbar nicht. Na gut, dann machen wir nochmal. Genau, wir machen Hauptmission wieder weiter. Möchte Zeitpatrouille fortsetzen durch jedensten Trunks, Alter. Jedensten. Oh Gott, wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen den Wehraffen Vegeta kämpfen, oder? Ja, er schreit gerade, dass er ein Wehraffe werden muss. Hm. Oh Gott. Wenn wir vielleicht einfach den Schwanz abcutten können? So. Das ist super barbarisch. Das sieht doch doof aus. Ja. Oh. Machen sie doch dann sowieso. Zehnfach Vegeta transformiert. Oh. Ja, da kriegt doch Bock. Das ist ein großer Affe. Ist sehr groß. Anders als bei Relaienkämpfen müssen Wehraffen den Status brechbar haben, um Schaden zu nehmen. Och nö. Greif an und bring die Ausdauer des Werfen auf 0 für den Status brechbar. Erst dann kannst du ihn Schaden zufügen. Wie bringe ich seine Ausdauer auf 0? Einfach immer auf die Fresse hauen. Überrasche einen Wehraffen und wirf seinen Schwanz, um seine Ausdauer stark zu schwächen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wie man greift. Mhm. Shit, ich schau auf die Komboliste. Wie kann man denn... Oh, das hilft so. Nicht. Das hilft da. Nicht. Shit, wir wissen nicht, wie man wirbt. Oh Gott, wir haben sowas von verkackt. Normal treffen kann ich ihn nicht. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wie kann man denn packen? Wie würde ich packen, wenn ich das Spiel wäre? Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall die Ausdauerleiste im Blick haben. Die ist noch endlos lang. Und dann hau ich einfach drauf. Achso, man kann auf den Schwanz auch einfach draufhauen. Alter, der Goku wirft ihn. Dann geht's ja. Wie kleine Fliegen. Aber auf den Schwanz draufhauen bringt halt nichts. Doch. Solange er... Nee. Der Goku packt ihn ja auch. Bei mir nicht. Bei mir hat er ihn schon gepackt. Bei mir natürlich nicht. Ich habe auch den Easy-Modus nicht aktiviert. Ich auch nicht. Achso, sein Schild ist gebrochen, alles klar. Was? Jetzt schon? Der hat noch nicht mal ein Viertel davon weg bei mir. Der macht halt gar nichts. Der läuft einfach nur rum. Echt? Ja. Oh Mann, wieso hab ich mal so ein Pech bei so einem Scheiß? Alter, und da ist er down. Was? Oh, Goku hat ihn gegriffen. Oh mein Gott. The Struggle Disc! Das ist ein gutes, hartes Stück Fleisch auf dem Boden. Okay, wenn er hinfällt, bringt das schon sehr viel. Wenn ich selber greifen könnte, ne? Wenn Goku ein paar kannst du draufprügeln. Ja, aber der verliert doch kein... Ach so, doch, der hat... Geschafft! Willst du mich verarschen? Nein, das ging verdächtig schnell. Hab auch einen Z-Rang. Okay, er kriegt gerade eine volle Kraft Energie-Ding drauf. Und Goku schmeißt ihn schon wieder. Er ist down. Okay. Nein, dann kommt jetzt die... Jetzt würde ich empfehlen, dass du ihn einfach mit deinen Fernangriffen triffst. Okay. Oder ist er schon ganz down? Nö, ich sehe jetzt eine Sequenz von wegen Krillin und so kommt. Also ja, jetzt ist sein Schild gebrochen. Das heißt, jetzt ist er eh schon so gut wie down, weil hier wirst du sehen, dass wir doch ganz gut gelevelt sind. Und zwar richtig gut. Super. Okay, Ende. Siehst du? Ich bin tot! Was? Ich bin tot! Was? Ja, keine Ahnung. Der hat mich sofort... Hä? Ich stand da... Also Goku hat ihn geworfen. Währenddessen stand ich da mit drin... Wollte mich verarschen, ich muss ganz von vorne anfangen. Och Mann, ist doch wieder so eine Rotzscheiße, das gibt es nicht. Ich habe 56 Sekunden gebraucht. Das doch nicht. Jetzt kann ich nur wieder hoffen, dass Son Goku ihn irgendwann mal wirft. Oder ich kann... Geh die Aufnahme weiter, wenn ich raus hab. Oh, wobei, das... So... Was findest du gerade heraus? Dass man die Ausdauerleiste auch selbst
von ihm kaputt machen kann, wenn man ihn einfach haut. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, aber du hast gesagt, wenn man den Schwanz haut, das funktioniert bei mir allerdings nicht. Ach so, ja, nicht. Bei mir war es, Goku hat den hauen. Gehalten und ich habe dann halt einfach den Schwanz gehauen. So, das hat auch was gebracht. Jetzt bin ich mal gespannt. Und dann bei ihm selber, hau einfach deine Energiewellen drauf. Ja, ich mach's gerade. Oh, der greift mich voll an, Alter. Der ist richtig stark jetzt. Mich hat er nicht einmal angegriffen. Ich hab die Hälfte schon weg. Was? Durch zwei Treffer von ihm. Wenn der dich, ich bin gleich down. Wenn er dich ein, zweimal trifft, bist du weg. Das ist ein starker Werfe. Ja. War das wieder scheiß viel Glück, hab ich so das Gefühl. Oh Gott, weg. Ach, da weg, da flieg was? Weg! Alter, du hattest mega Glück. Garantiert. Ja, das ist doch kein Glück, das ist purer Skill. Jetzt ist er KO. Siehst du? Purer Skill. Oh, da ist der Schwanz ab. Finisher. War das die ganze Mission? Und welchen Rang hast du? Warte. B. Wahrscheinlich auch. Was? B? Ja. Oh. Weiter. Kein Level-Up, kein nichts. Scheinbar sind wir wirklich stark. Ich habe auch kein Level-Up bekommen. Aber wir sind richtig gut gelevelt aktuell. Das war's schon. Stolz, Limitkampf. Siege Vegeta. Okay. Kann ja jetzt nichts mehr. Seine Augen leuchten. Finde ich nicht gut. Das ist nie ein gutes Zeichen. Aber ich hau. Wenn der jetzt nicht zum Super Saiyajin wird, dann kann ich jetzt schon prophezeien, dass er hier nicht viel zu lachen haben wird in dem Kampf. Na. Du hast wahrscheinlich wieder gleich Lack. Nee, er haut mir auf die Fresse gerade. Mir nicht. Alter! Jeder, steh auf! Okay, der ist doch stärker, als ich dachte, der Vegeta. Ich nehme alles zurück. Er ist nervig. Mit dem will man nicht kämpfen. Vegeta ist wirklich so ein Kind, mit dem will man nicht spielen. Ups. Jetzt geht er gerade. Nein! Oh. Was? Hast du auch so eine komische, böse Wolke über dem Kopf? Nee. Aber ich hatte so einen roten Strahl in der Fresse. Oh, das ist auch unschön. Will man nicht unbedingt. Fuck! Mein komischer roter Strahl, den ich von Piccolo bekommen habe, der ist halt. Der ist nur Nahkampf. Ich meine, an sich ist er. Ja, doch, der haut schon gut rein. Muss ihn nur richtig einsetzen. Und. Bam! Finisher! Natürlich. Yes. Immer wenn ich bei der Hälfte bin, so knapp. Oh, ich habe die. Ab dem B-Rang. Ich hab die schwarze Wolke über mir. Na, ich weiß auch nicht, was die. Fuck! Hab weitergemacht. Ups! Geht noch weiter? Mission? Keine Ahnung. Beim Ergebnisbildschirm halt, die Kapsel kommt. Okay, Goku wirft ihn. Dann hau ich nochmal ein bisschen drauf. Das sollte aber. Scheiße. Nein. Oh Gott. Ach, Vegeta, bitte, lass dich doch jetzt treffen. Es ist doch nicht mehr viel. Wir haben es doch gleich. Kommt's doch wirklich klar. Yes. Okay, hab ihn. Woo! Und dafür gibt's wunderschönes B. Und ja, bei mir auch. Ich habe aber Level 11 jetzt mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, was ich selber. Ich habe all wieder meine Räuligkeit wohl korrigiert. Danke, Trunks. Oh mein Gott! Richtige Animationen, Wollo. Wieso? Was für Animationen? Siehst du gleich. Krillin ihn einfach töten wollte. Ist kalt.
Jetzt kommt dieser andere Kram mit Animes und so. オッケー。この方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されている、とても偉いお方なんです。ラッコ、こら、トーキー。ちょっと、どこに止まってるのよ。トーキー。何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。 Aber schön. Na, ne? Es kommt ewig viel Geschwätz. Ich überspringe das einfach. Also, na, habe ich auch gemacht, aber ich konnte auch nichts dazu sagen. Weil ich dich nicht stören wollte. Nö, zurück. Nur ich wurde die ganze Zeit unterbrochen. Entschuldigung. Meine Videos. War vom Timing her nicht optimal. In einem Spieler, Lobby sind Soldaten, andere Spieler in Toki-Toki-Stadt als NSC mit gelben Namen sichtbar. Aha! Mock, wir sollten es halt wirklich so machen. Zahle ihnen Zenium. Was? Wir sollen das halt wirklich so machen, wenn jemand in dem Menü ist, so nach dem Motto, hier ist sein Rang, und der andere ist noch nicht so weit, dann wirklich zu warten. Und ja, ich weiß, ich habe aus Versehen auch noch weiter gedrückt. Deswegen. Info anderer Spieler. In der Mehrspieler-Lobby kannst du mit den anderen Online-Spielern kommunizieren. Ach, jetzt auf einmal und zusammen auf Parallel-Quests gehen. Okay. Nee, kann ich jetzt etwa? Oh mein Gott! Leute, wir sind ja sowas von unterwegs darüber. So. Übrigens, weil ich noch nicht weiß, wie ich schneide, liebe Leute, es ist so, dass wir noch nicht online spielen können. Die Server sind gerade down. Ja. Ja, das stimmt. Deswegen kaufen wir uns noch ein bisschen was Schönes. König Pilafs Kleidung als Hose. Die ist ziemlich super. Will ich eigentlich gar nicht haben. Ich habe sie mir gekauft. Das und ist zwar alles ein Oberteil. So teuer. Weißt Natürlich, du musst dein Geld ausgeben, Wollo. So funktioniert die Marktwirtschaft. Das ist so teuer. Kostüm oben. Pilaf Kleidung. Pilafs Kleidung ist unfassbar teuer. Ich glaube, die willst du nicht kaufen. Nee, der sieht auch nicht. Ich will ja nicht sagen, dass meiner jetzt scheiße aussieht, aber. Weißt du, hättest du das Outfit von Prinz Pilaf? So ungefähr. Mit so einer schicken Halskrause. Ja, aha, genau, ja. Und sowas habe ich jetzt. Und zusätzlich habe ich noch die Raditz-Stiefel an und keine Hose. Keine Hose? Ja, ich sehe aus wie der Wolle in seinem Nachthemd. Ich weiß nicht, was nehme ich denn hier? Ich will eigentlich, nee, da will ich alles nichts. Das weiß ich nicht, nee. Ich kann mir sonst eh nichts mehr kaufen. Moment, ich kann meine Attribute noch boosten. Ich kann booste die Attribute. Ja. Oh, stimmt, das muss ich auch noch. Ja, aber bei Fähigkeiten gibt es halt auch nichts, wo ich sage, hey, das ist ja geil. Aber ich pack mal 6 Punkte auf maximal KI. 6 Punkte kann der Junge boosten, nicht 3. Tja. Maximale Gesundheit. Mal so. Das bringt alles gar nichts, aber was soll's. Es bringt alles etwas. Alles macht dich stärker. Also nur halt, worauf legst du Wert, Wollo? Ja, auf alles. Ich leg auf Angriff Wert. Ja, natürlich, aber was ist eigentlich der Mischladen? Da gibt's nur Crap, diese komischen Kapseln, die einem sekundäre Effekte geben. Das wollen wir nicht, verlass mich auf meine normale Eine böse Sprengbeikraft, also nutze sie klug. Okay. Danke, Piccolo. Cool. Dachte schon, ich könnte noch mehr mit dir machen. Hab mich getäuscht. Natürlich nicht. Oh, was willst du denn für neue Parallel-Quests geben? Ey, mal Lugi-Lugi machen. Sonnenbrille, Weltkampfansager, das will ich haben. Explosion und Mission oder so. Das scheint schwer zu sein. Scheint schwer zu sein. Scheint schwer zu sein. Wollen wir nicht.
Schwer ist ja mega uncool. Boah, krasse Sonne. Eigentlich hätte ich fast ein Verlangen danach, so eine Scheiße wie Angriff der Saiyajin nochmal zu machen. Weil wir es verkackt haben? Da ich Rang C. Ach, bitte. War eine Stufe 1 Mission. Ach, bitte. Aber nicht jetzt. Könnte so coole Sachen dafür bekommen. Scouter. So, ich würde sagen, wir beenden hier, wa? Na. Kann aber ich ja echt nichts mehr machen gerade. Und hoffen wir, dass die Server wirklich demnächst mal funktionieren. Das wäre so super. Oh, und in der Story geht's als nächstes nach Namek, Alter. Namek! Namek-Hype! Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal entweder online oder auf Namek. Vermutlich auf Namek. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.